Frazier. Down goes Frazier. Zwischen den Runden. Der Boxtalk mit Finn Schröder und Nils Lapan. Folge 14 zwischen den Runden, der Boxtalk. Finn, hätte keiner gedacht, dass wir das so lange miteinander aushalten, dass du so lange es mit mir aushältst. Ich bin natürlich unglaublich glücklich, dass wir wieder heute sprechen dürfen rund um das Thema Boxen. Folge Nummer 14, wir haben also die 13., die gefährliche Folge, die gefährliche Zahl überstanden und es gibt uns immer noch. Schön, dass du wieder dabei bist, war ja wieder ein aufregendes Boxwochenende. Hallihallo, das stimmt, wir hatten ein paar Sachen, sind so vorgefallen, auch ein paar Sachen, die wir nicht besprochen haben im Vorfeld, das haben wir vergessen, da müssen wir auch nochmal drauf sprechen. Was? Kommen. Das haben wir aus taktischen Gründen, haben wir das weggelassen. Ja, man würde es da wahrscheinlich noch Sexismus unterstellen, aber so ist das heutzutage. Ne? Man kann uns alles in die Schuhe schieben, immer her damit, ja. Nehmen wir alles gerne auf uns, solange wir uns hier weiterhin treffen dürfen, um über Boxen zu sprechen. Wer leider raus ist aus dem Boxgeschäft, zumindest aus dem Aktiven, ist Uli Wegner. Da kommt es zum Aus nach gefühlten 1 Million Jahren zwischen Wegner und Sauerland. Finn war mit Sicherheit, wie ich dich kenne, dabei beim Auflösungsgespräch. Saß du unter dem Tisch. Ah, genau, ja. Hast das Mäuschen gespielt und hast für uns wieder exklusive Infos. Naja, also noch ist nichts hundertprozentig entschieden. Also du hast es natürlich jetzt so final, so endgültig erklärt. Nein, also es sieht danach aus, dass es jetzt zu Ende geht, weil der Vertrag von Uli Wegner am 30.06., also in anderen Worten, in 5 Tagen, also jetzt von der Aufnahme jetzt erfolgt. Also wahrscheinlich dann morgen, in 4 Tagen dann ungefähr, geht der Vertrag zu Ende. Und ja, es ist bisher keine Einigung gefunden worden nach einer Verlängerung. Und das heißt, naja, was soll, also scheinbar ist man da auch nicht gewillt von Seiten von Sauerland, dass man da irgendwie eine Verlängerung anstrebt. Er hat gesagt in einem Interview mit dem Fokus, dass er sich vorstellen könnte, vielleicht so danach nochmal den Pulev zu trainieren für den Eliminator-Kampf wahrscheinlich. Man weiß ja noch nicht genau, gegen wen er da kämpfen soll, aber da würde er dann auch so einspringen, vielleicht sich einmalig bezahlen lassen für den Kampf, also und ja, aber ja, es sieht danach aus, als wenn es zu Ende gehen würde. Ist ja auch schon 76 Jahre alt, das muss man halt auch mal dazu sagen. Ja. Hat eine Menge gesehen, war ja auch erst in der DDR noch Trainer, als Amateurtrainer. Später dann in den 90ern ist er Profitrainer geworden, hat viele Leute zu Weltmeistern geformt und ja. Man hat aber auch das Gefühl in der letzten Zeit, dass er weniger sieht in der Ecke. Hatte ich das Gefühl, dass es sein Kompagnon Gerd Bramowski, dass der öfter die Arbeiter übernommen hat. Also ist das halt auch schon so ein Gedanke da, dass man sich da langsam zurückzieht. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er nicht komplett aufhört, aber dass er so einzelne Kämpfer vielleicht noch übernimmt, außerhalb von Sauerland, da mal ein bisschen arbeitet, weil ich glaube, der ist verrückt nach Boxen, den kriegst du da nicht so leicht weg. Und ist natürlich schon ein Ende einer Ära, ist so ein bisschen die Galionsfigur des deutschen Boxens. Aber irgendwann muss es ja auch mal zu Ende gehen. Ja. Ja, klar. Also das ist unglaublich schwer, da den richtigen Zeitpunkt natürlich zu finden, um abzutreten. Da hatten wir auch schon 2-3 Mal drüber gesprochen. Ja, Uli Wegner ist ein Mann, den man einfach irgendwie mit dem deutschen Boxen verbindet und ist seltsam, wenn er dann auf einmal nicht mehr da wäre im Ring direkt als Trainer. Warten wir mal ab, was passiert. Ich glaube, genau wie du, also irgendwo mit irgendjemanden werden wir eben noch weiterhin im Ring sehen, dann halt nicht mehr unter der Flagge von Sauerland, aber einzelne Boxer wird er mit Sicherheit noch unter seine Fittiche nehmen. Ein ganz spannender Typ neben Uli Wegner im deutschen Boxen ist Alexander Dimitrenko. Weiß nicht, wie du das siehst, aber immer sehr hoch gerankt und nie wirklich berühmt, möchte ich mal sagen. Also so
Jeder spricht im deutschen Boxen jetzt über Caballel, über Schwarz im Schwergewicht. Auch ein Erkan Tepe hat, so von meinem Gefühl her, viel höhere Publicity als Alexander Dimitrenko, der aber konstant in den Top 20 sich bewegt und ja jetzt einen neuen Kampf bekommt, und zwar gegen Brian Jennings. Würde mich mal interessieren, wie siehst du Alexander Dimitrenko und vor allem, wie siehst du diese Kampfansetzung gegen Brian Jennings? Ja, Dimitrenko ist ein bisschen, wie soll ich sagen, der ewige Dimi, ne? Also, ich erinnere mich, dass ich, da war ich noch im Kindesalter, also da war ich so 12, 3, also so gerade auf dem Sprung, so Kindes-Teenager-Alter, also das ist also ewig her schon. Da habe ich den Dimitrenko mal im Park schon trainieren sehen, also so laufen sehen mit den anderen Boxern. Also ich habe ja in der Nähe gewohnt von vom Universum Boxstadt, also zumindest also Hamburg-Wandsbek, das ist ungefähr die Gegend. Da war er immer unterwegs. Das ist Anfang der 2000er gewesen. Da war der 20, 22, 21 und ist immer noch dabei. Das ist schon irgendwie irre. Ja, ist natürlich jemand, der das sehr viel Potenzial mitgebracht hat, immer natürlich die Größe, boxerische Ausbildung gut und so weiter. Aber in den großen Kämpfen hat er halt immer den Kürzeren gezogen, meistens, ne? Also hat dann irgendwie, weil er auch, glaube ich, mental irgendwie ein Problem hat. Ich mag es nicht so gerne, wenn er dann mal hart getroffen wird, dann setzt irgendwas ein in ihm. Und da kommt so eine gewisse Panik, das haben wir auch gesehen gegen Joseph Parker zum Beispiel in Neuseeland. Und dann spielt er halt gerne mal den sterbenden Schwan, versucht er irgendwie, weiß ich nicht, eine Disqualifikation zu provozieren. Und ich sehe das auch nicht groß anders gegen Brian Jennings. Also Jennings hat, glaube ich, bewiesen, dass er ein ganz guter Mann ist. Ist 12 Runden mit Klitschko gegangen, hat er auch die ein oder andere Runde gewonnen. Hat Klitschko ganz gut neutralisiert in dem Kampf. Zum Teil. Also hat er natürlich gegen Ortiz spektakulär verloren. Aber ist, glaube ich, ein sehr austrainierter Mann. Ich glaube, dass mit Dimitrenko im Laufe des Kampfes, es sei denn, er hat wieder so einen Sonntagsschuss gegen Granat, dann glaube ich, wird Jennings ihn irgendwann wieder mit einer Kombination oder so runterholen und dann werden wir die alten Probleme auftreten, die wir halt schon gesehen haben. Ne? Ja. Ja, Jennings hat gegen Ortiz verloren, gegen Klitschko verloren. Also auch einer, der mit den großen Jungs gegangen ist und mit Klitschko auch über die Runden tatsächlich. Ja. Also es ist mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner und auch wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich der Favorit. Auch wenn er bei BoxRec deutlich tiefer gerankt ist als Alexander Dimitrenko. Aber ja, was auch daran liegt, dass er halt nach dem Ortiz-Kampf lange inaktiv war und dann erst wieder so aufgebaut wurde gegen schwierige Gegner. Also ja. Er war zu der Zeit, also vor 3 Jahren, war er auf jeden Fall Top 10 immer und er hat auch schon gute Sieger. Mike Perez geschlagen, hat Arthur Spilger geschlagen, Andrei Fedosov, also da waren gute Leute dabei, die er zum Teil sogar vorzeitig besiegt hat. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Und der Kampf ist übrigens in Amerika, ne? Das zur Info, ist nicht in Deutschland. Also der ist Atlantic City. Ja. Auf ESPN wird das Ganze übertragen. Es war eigentlich geplant, dass Brian Jennings gegen Joseph Parker boxt an dem Datum, 18. August. Aber da hat Parker sich ja umentschieden und wollte den Kampf gegen White machen. Aber das war auch schon in Verhandlung, der Kampf, weil beide ja auch bei demselben Promoter sind in Amerika, beim Top Rank. Und naja, aber es der Kampf wird sicherlich nicht so spektakulär wie gegen Parker, aber mal sehen, wie das da ausgeht. Na gut, also da können wir uns auf einen schönen Kampf freuen. 18. August, Termin merken, Brian Jennings gegen Alexander Dimitrenko in Atlantic City. Werfen wir einen Blick zurück, letztes Wochenende. Was hatten wir denn da für schöne Kämpfe? Du warst mit Sicherheit wieder viele, viele Stunden vorm Fernseher. Wollen wir mal in Deutschland beginnen? Da gab es ja den Chemiepokal, den 45. in Halle an der Saale. Vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal erläutern für diejenigen, die den nicht kennen, warum das ein nicht unwichtiger Wettbewerb ist. Ja, es ist ein Amateur-Turnier, was wir in Halle, wie gesagt, Halle an der Saale haben und dort werden seit wie gesagt, 45. Ausgabe, das heißt, wir haben schon seit sehr vielen Jahrzehnten
immer wieder hochkarätige Amateure, die weltweit kommen. Es ist also kein nationales Turnier, wenn man sich das vorstellen könnte, es ist ein internationales Turnier. Das heißt, wir haben da unter anderem auch diesmal wieder die Kubaner drin gehabt, die lange nicht dabei waren. Auch aus Amerika waren viele dabei, aus Indien. Und das ist halt immer ein sehr, sehr durchmischtes Turnier, wo du sehr, sehr viele hochkarätige Leute hast. Also das ist jemand, das ist auch das ist ein Prestige dabei. Also das wissen die internationalen Leute, wenn der Chemiepokal ansteht, da schicken wir auch unsere besten Leute hin. Das war diesmal auch der Fall. Und dementsprechend ist es immer ein großes Turnier. Es wurde auch im Stream übertragen vom MDR. Das heißt, da wurde auch gab es eine gewisse Aufmerksamkeit auch, was ja für einen Amateurboxsport nicht so normalerweise nicht so der Fall ist. Mhm. Und wer waren so die Highlights? Welche Namen muss man sich ganz fett im Notizbuch anstreichen? Ja, es war nicht so wahnsinnig erfolgreich für die Deutschen mal wieder, ne? Also man ist natürlich mit voller Mannschaft angetreten, man hat aber keine einzige Sieger, also man hat auch kein deutscher Boxer hat das Finale erreicht. Also wir hatten ein paar Namen, also Hamza Tuba zum Beispiel, der im Fliegengewicht, der war ja auch bei Olympia, der ist im Halbfinale ausgeschieden gegen den Kubaner. Das waren auch viele andere, also den Murat Yildirim zum Beispiel gegen Keshawn Davis aus den USA ist auch im Halbfinale ausgeschieden. Also da waren Leute dabei, die zumindest im Viertelfinale überzeugen konnten, aber im Halbfinale war dann halt auch Schluss, weil du hattest halt wirklich die ganze komplette kubanische Mannschaft, du hattest ein gutes amerikanisches Team, auch ein paar Russen dabei und da war nicht so viel zu holen leider. Auch im Superschwergewicht Alexander Müller vom Berge in der ersten Runde K.O. gegangen gegen den Kubaner. Das war natürlich dann nicht so berauschend. Da sieht man natürlich, dass Deutschland halt auch weiterhin im Amateursport so ein bisschen hinterherhängt. Ne? Also in der Weltspitze, das hat man ja auch bei Olympia gesehen, haben wir noch nur eine Bronzemedaille geholt. Da war für die anderen Boxer, glaube ich, jeweils in der ersten Runde Schluss. Das ist nochmal, da ist eine Aufgabe auf jeden Fall, dass man da wieder aufholt und da bessere Ergebnisse einführt. Man hat in vergangenen Chemiepokals war man schon ein bisschen besser. Ich erinnere an Abbas Barau zum Beispiel, der den gewonnen hat mal und auch zum besten Techniker des Turniers ausgezeichnet wurde, aber das war diesmal nicht drin. Ist ja sowieso so ein heißes Thema, ne? Ich kann mich jetzt erinnern an einen Forumsbeitrag auf Boxen 1, wo über Dave the Revolution, junger, talentierter Mann gesprochen wurde, der auch in Karlsruhe im Wildparkstadion geboxt hat, wo dann die Meinung auseinanderging, ja, ob es Sinn macht, mit 17, 18 zu den Profis aufzusteigen oder dann nochmal eine Amateurkarriere wirklich hinzulegen. Ja, ich meine, da gibt es ja wirklich viele Beispiele, die auch teilweise zwei Olympiaden mitnehmen, ja, bevor sie zu den Profis hochgehen. Gerade im osteuropäischen Raum, also dann hinten Usbekistan, Kasachstan, da ist das wirklich üblich, dass die Jungs 8 bis 10 Jahre Amateur bleiben und dann erst hochgehen in den Profibereich. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also würdest du, wenn ich jetzt dein Sohn wäre und so wie ich bin, hochtalentiert im Superleichtgewicht, würdest du mir empfehlen, eine lange Amateurkarriere hinzulegen oder würdest du sagen, gut, die besten Jungs, die triffst du wahrscheinlich oben bei den Profis. Was würdest du da machen? Ja, ich würde versuchen, so einen Mittelweg zu finden. Also mit 17, 18, das halte ich für eine Regel für Quatsch, jemanden da hochzuschicken, es sei denn, du bist wirklich, weiß ich nicht, wir reden dann von Ali 2.0 oder so, ne? Also so ein absolutes Ausnahme, super mega Jahrhunderttalent. Ich glaube, dass es immer ganz gut ist, wenn man noch zumindest bis in die frühen 20er da noch dabei ist. Ich bin jetzt auch nicht der Fan davon, jemanden bis spät in die 20er, also 8, 29 noch in die Amateur zu lassen, weil dann ist es auch oft so, dass du schon ein bisschen so Substanz gelassen hast im Amateurbereich. Da sieht man öfter bei Kämpfern, dass sie dann schon mit 8, 7, 28 schon auch bei den Amateurturnieren dann schon so die Leistungen dann absacken. Wir hatten das zum Beispiel hier im Finale, dem Halbschwergewicht Julio César de la Cruz. Das ist eigentlich der erfolgreichste Amateurboxer der letzten Jahre gewesen, so ziemlich zumindest aus Kuba. War Olympiasieger, ich glaube 3- oder 4-facher Amateurweltmeister, war seit 4 Jahren international ungeschlagen. Mhm. Und der tritt hier an im Finale gegen den Amerikaner Khalil Coe, der unbeschriebenes Blatt war. Also der hat auch noch nicht so die Amateurkarriere gehabt, die man also vergleichbar dazu. Ist in der ersten Runde K.O. gegangen, Kubaner, ne? Ist auch jemand schon mit 28, 29, hat einen sehr aufwendigen Stil, Hände unten, ne, und so, hatte vielleicht so ein paar Prozent schon verloren.
durch diese lange Amateurkarriere, diese hunderten Kämpfe, und bam, dann war es schon vorbei. Dementsprechend, ich glaube immer, dass es gut ist, so mit Anfang 20 oder so, dass es halt, du nicht so ein ganz junger Hecht bist, sondern aber schon so immer noch auch noch Potenzial hast, sich körperlich auch noch zu entwickeln. Also ich sag mal so, Anfang 20 ist eine gute Nummer. Also deine Empfehlung quasi an mich, das wird nichts mehr. Ja, wie soll ich sagen? Ich will jetzt nicht so hart mit dir ins Gericht gehen, ne? Na gut. Obwohl, im Schwergewicht altern sie ja später, ne? Das stimmt. Ich bin noch nicht im Schwergewicht, ich bin im Superschwergewicht. Butterbean 2.0. Ja, im Handy hat auch dann nochmal gegen Larry Holmes geboxt. Ja, ne? ja. Na gut, das war der Chemiepokal in Halle an der Saale. Was haben wir sonst noch erlebt? Daniel Dupuis hat gekämpft, ne? Am Wochenende. Genau, er hat gekämpft gegen Tom Little um den English-Title im Schwergewicht. Der gute Little hat sich ganz gut verkauft, zumindest was das Nehmerische, was die Nehmerfähigkeiten betrifft. Hat relativ viel eingesteckt. Das ist immer so ein versteckter Diss, ne? Ja, also, ich glaube, hat eine Scheißdeckung, kann man auch gut formulieren, mit hat Nehmerqualität. Hat auch ein, zwei ganz gute Treffer landen können, aber Dubois hat das sehr souverän geboxt, sehr ruhig gelassen, also hat nicht gehetzt, hat nicht den K.O. auf Teufel komm rausgesucht, sondern hat sein Ding da durchgezogen, hat in der vierten Runde den unten gehabt mit einem schweren Körperhaken. Und in der fünften Runde war dann Schluss, nachdem er ihn dann immer wieder in der Ecke auch mit harten Aktionen festgehalten hat, dann hatte der Ringrichter auch ein Einsehen und das war vorbei. War eine sehr souveräne Leistung für einen 20-Jährigen, ist ja schon sehr abgeklärt und ja, mal sehen, was dann noch kommt. Ich hoffe aber auch, Dubois ist übrigens auch so jemand, wo ich gesagt hätte, vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn man ihn bis 2020 zur Olympiade bei den Amateuren gelassen hätte, ihn dann noch so ein bisschen zu schleifen. Ich glaube, dann hätte er noch größeres Potenzial gehabt bei den Profis, weil du siehst, er hat schon auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit, die Gefahr ist, dass du ihn jetzt schon in zu große Kämpfe schickst, zu früh, und dass du ihn da ein bisschen verheizt. Also müssen wir nochmal gucken, wie das da so abläuft bei ihm in der Zukunft. Ja. Okay, in London hat das stattgefunden, in der O2 Arena. Da gab es aber noch zwei, drei weitere schöne Kämpfe. Kannst du uns davon berichten? Ja, wir hatten zum Auftakt hin hatten wir noch einen Kampf im Superleichtgewicht O'Hara Davis gegen Paul Kamanga. Das war ein brutaler Knockout in der zweiten Runde durch Davis, der den guten Afrikaner da mit einer rechten am Kinn getroffen hat früh, und dann ging der schwer zu Boden. Das war sicherlich schon mal ein Ausrufezeichen für Davis. Kein schlechter Sieg. Und ja, dann hatten wir noch im Halbschwergewicht Europameisterschaft, WBO-Europameisterschaft, also das ist sozusagen keine richtige Europameisterschaft im herkömmlichen Sinne. Anthony Yard gegen Dariusz Sek aus Polen. Sehr einseitige Angelegenheit. Yard hat den Polen nach Belieben dominiert. Hat in der ersten Runde schon einen Knockdown erzielt und hat dann auch so ein bisschen Gas vom Pedal genommen und hat dann Stück für Stück den Polen runtergebrochen, der allerdings sehr tough war, auch mit 1,88 durchaus groß. Aber dann war, glaube ich, irgendwann in der siebten Runde dann zu viel. Er konnte sich nicht mehr intelligent verteidigen, hat eine Hand nach der anderen geschluckt und dann war der Kampf vorbei. Ich denke, Yard ist ein gutes Talent, natürlich ein unglaublicher Brocken. Sieht aus wie so ein Anthony Joshua auf 1,80 geschrumpft. Muss man gucken. Ich glaube, er sollte jetzt auch noch mal einen besseren Gegner boxen. Also es wird Zeit für ihn, dass er da mal eine Prüfung bekommt. Das Niveau hat er jetzt schon überschritten. Und da sollte es dann in eine andere Richtung jetzt gehen. Ja. Und außerdem hatten wir noch auf der Card den Main Event. Eigentlich sollte das ja Billy Joe Saunders gegen Martin Murray sein. Wie wir wissen, hatte Saunders ja abgesagt. Dementsprechend ist Roberto Garcia aus Mexiko eingesprungen. Es ging dabei um den, glaube ich, WBC Silver Title im Mittelgewicht. Wobei Garcia größtenteils in seiner Karriere eigentlich im Super-Welter bzw. Halbmittel geboxt hat. Ist eigentlich kein richtiger Mittelgewichter. Sah auch so aus, er war deutlich kleiner. Oh, hat sich aber ganz gut verkauft. Murray, ja, weiß ich nicht. Da wird auch nichts mehr draus. Also
hatte gefühlt 300 Anläufe auf einen WM-Kampf schon. Hat jedes Mal nicht geklappt. Und ich glaube, hat den Kampf jetzt hier zwar gewonnen, auch bedingt dadurch, dass Garcia, ich glaube, 2 Punkte abgezogen worden, was ein bisschen übertrieben war. Tiefschlag und so ein bisschen auf runterdrücken und auf Kopfschlagen und so, Hinterkopfschlage und so von Garcia. Ja, das war nicht so der berauschende Kampf. Aber ja, gut, Murray hat gewonnen. Mal sehen, was mit ihm noch weitergeht. Vielleicht tatsächlich nochmal ein WM-Kampf. Also, ich sehe da keine Chance für ihn. Auch wenn er natürlich ein verdienter Kämpfer ist, hat auch gute Kämpfe gemacht schon in der Vergangenheit. Aber ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Und viel geht da nicht mehr. Dann natürlich noch spannend, ebenfalls in England, beziehungsweise in Schottland wurde gekämpft, in Glasgow. Josh Taylor gegen Victor Postol. Oder Postol. Wie hast du diesen Kampf gesehen? Also Taylor hat gewonnen, einstimmig nach Punkten, wobei sein Gegner aus, wo kommt er her, Ukraine, Russland, irgendwie sowas, auch schon relativ früh lediert war. Ja, wie hast du diesen Kampf gesehen? Also die Scorecards, die wir da gesehen haben, waren ein schlechter Scherz, also grausam, weil der Kampf war saueng. Also die erste Hälfte hat Postol gewonnen, würde ich sagen. Hat er bestimmt 4 Runden gewonnen. Die ersten 6 hat mit dem Jab, klassisches Boxen auf der langen Distanz, hat er dem Taylor so ein bisschen den Schneid abgekauft. Er hat da sich sehr, sehr gut gemacht, harte Treffer landen können. Und Taylor musste halt immer wieder auch mit seinem, als Rechtsausleger, so hat so ein bisschen einen ungewöhnlichen Stil, musste sich immer wieder in den Infight kämpfen und hat da dann seine Erfolge erzielt. Er hat letztendlich dann auch meiner Meinung nach den Kampf auch gewonnen. Also ich hatte ihn knapp vorne, 115 zu 112. Ein Niederschlag gab es ja. Aber das war halt wirklich ein Kampf auf Messerschneide, den er also gerade noch gewonnen hat, meiner Meinung nach. Ein super Kampf, spektakulär, tolle Stimmung, viel Dramatik, also unbedingt angucken, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Ja, aber meiner Meinung nach war das dann schon ein schlechtes Urteil, wenn man in der diese Deutlichkeit. Aber na gut, Taylor ist trotzdem ein super Sieg für ihn. Was war das jetzt, 12. oder 13. Kampf? Das ist schon Wahnsinn, wie viele gute Leute der schon im Rekord hat. Hat ja auch schon, wir hatten O'Hara Davis angesprochen, den hat er ja besiegt durch K.O. Also er hat schon richtig gute Leute da geboxt. Und jetzt steht er vor dem WM-Kampf. Ne? Es war ja gerüchtet, dass er vielleicht in der World Boxing Super Series in der nächsten Staffel antritt. Das weiß man jetzt nicht, weil es wohl erstmal ein WM-Kampf jetzt anstehen soll bei der WBC gegen José Carlos Ramírez, ist der Champion dort. Und der hat schon bestätigt, dass er nicht in der World Boxing Super Series antreten wird. Das heißt, leider Gottes wird es wohl darauf hinauslaufen, dass das ist natürlich schade. Jetzt warst du kurz weg, der letzte Satz bitte nochmal. Schade, dass er dann nicht in der World Boxing Super Series dabei sein wird, wahrscheinlich. Okay. Ja, gut, aber für den WM-Kampf würde wahrscheinlich jeder von uns auch diese Chance BBSS sausen lassen, wobei da natürlich auch sehr, sehr viel Geld nochmal im Spiel wäre. Warten wir es ab, schauen wir uns das Ganze mal an. Natürlich sehr spannend für alle Fans des Schwergewichts. Da war ein sehr, sehr großes Talent am Wochenende im Einsatz. Und zwar sprechen wir von einem Franzosen, die schon länger kein wirklich Weltklasse Schwergewichtler mehr in den Ring geschickt haben. Jemals einen? Ja, genau. Wen hätten wir denn da? Dupuis? Ja, das ist keine Weltklasse. Also das ist so eine zweite Reihe, würde ich sagen. Aber also dass sie jetzt mal so einen richtigen Supertypen haben. Sie hat natürlich John Mormack, der im Cruisergewicht eine große Nummer war, Weltmeister, also sehr guter Mann. Der ist dann ins Schwergewicht hochgegangen, aber da war er auch schon über sein Zenit. Und ich meine, dieser Kampf gegen Klitschko damals, das war ja eine Farce. Frankreich ist auch so eine Nation, die jetzt erst im Kommen ist, was den Boxsport angeht. Aber einen haben sie da, der wirklich sehr interessant ist. Ja, wir haben schon oft über ihn gesprochen. Tony Yoka hat gekämpft und hatte auch vom Papier her recht adretten Gegner mit David Allen.
Genau, ich habe den Kampf nicht in seiner Komplettheit gesehen, in seiner Gänze, weil halt so viel anderes noch gelaufen ist. Ich habe halt die Schlussphase gesehen. Was man so gehört hat, war es wohl ein sehr einseitiges Duell. Ich hatte ja gehofft, dass Dave Ellender sich ein bisschen besser verkauft und tatsächlich die Überraschung schafft, weil ich ihn halt sehr, sehr sympathisch finde. Aber ja, du kannst halt nicht mit 118 Kilo nach Frankreich reisen. Das geht gar nicht. Bei 1,91. Das ist viel zu schwer, wenn man bedenkt, dass er im März bei seinem Kampf gegen Thomas, ich glaube, was hat er, 107 oder so drauf gehabt? Also er hat 11 Kilo zugenommen in der Zeit. Das geht gar nicht. Also er hatte kaum trainiert scheinbar. Aber er ist halt ein taffer Typ, ist nicht runtergegangen, wurde in der 10. Runde dann noch gestoppt, stehend, weil er halt viel kassiert hat, aber den kriegst du halt auch nicht so schnell klein. Nee, also der hat ja gegen White ist auch über die Runden gegangen vor 2 Jahren. Mhm. Gegen Ortiz 7 von 8, also der kam. Ja, und da war auch nicht, da war auch nicht am Boden, da wurde auch im Stehen rausgenommen, nachdem er, ich weiß nicht, gefühlt 50 Volltreffer am Stück genommen hat. Ja, schade um ihn. Ich weiß nicht, was das soll, dass er immer sofort gegen diese Top-Leute in den Ring steigt und nicht versucht, mal so ein bisschen vielleicht noch ein paar Aufbaukämpfe zu machen, um ein bisschen auch so einen Rhythmus zu finden. Aber immer so 1-2 Kämpfe macht er dann gegen irgendwelche Flaschen in der York Hall oder so und dann gleich gegen Ortiz, gegen Joker, gegen White. Also, naja, ist schade, weil das ist auch nicht so gesund, wenn du so viele Treffer nimmst, ne? Schon so früh in deiner Karriere auch. Ich glaube, auf lange Sicht gesehen nicht die beste Glücksentscheidung wahrscheinlich. Nee, er ist ja 26. Ja. Naja, aber Joka hat natürlich eine ganz gute Leistung gebracht. 5. Kampf jetzt, hat sich schon mal ein bisschen hochgearbeitet in den Rankings. Mal sehen, was aus ihm wird. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, weil was ich auch im Amateurbereich auch so gesehen habe, weiß ich nicht, ob er jetzt der Megastar ist, den Frankreich da haben wird. Aber mal sehen, vielleicht überzeugt er mich dann doch noch. Ja, zumindest 100%ig. Zumindest einer, der relativ weit hochkommen kann. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt Joshua ausnocken wird. Aber naja, mal abwarten. Was hatten wir noch? Wir hatten noch einen recht interessanten Frauenkampf. Es war ein Doppelheader sozusagen in Amerika, ja. War da. Ja, das haben wir unterschlagen letzte Woche. Ja, das, ja. Sorry dafür, es war nicht irgendwie sexistisch oder so, dass wir gesagt haben, oh Gott, die Frauen, das wollen wir gar nicht mehr besprechen, das ist ja nicht unter unserer Würde oder irgend sowas und Kram. Nein, das war halt am Freitag schon, ne? Also das habe ich dann irgendwie, haben wir mir aus dem Auge verloren. Das war halt der erste Doppelheader sozusagen, den ich mir in Erinnerung habe, der auf einem großen Network auch gelaufen ist bei Showtime. Dort hatten wir einen Kampf. Clarissa Shields aus Amerika. War ja die Favoritin eigentlich, nehme ich an, ne? Gegen Hannah Gabriels. Kleiner Schockmoment zu Beginn. Ja, erste Runde. Shields, die ja zweifache Olympiasiegerin ist, am Boden gewesen nach dem Aufwärtshaken. Gabriels eigentlich auch eine Gewichtsklasse weiter unten, wenn nicht sogar 2 Gewichtsklassen teilweise weiter unten, ist hochgekommen ins Mittelgewicht für den Kampf. Shields aus dem Supermittelgewicht abgestiegen. Also es war ein großer Unterschied, was die Physis angeht. Aber Gabriels hat da schon gezeigt, dass sie mithalten konnte. Der Kampf wurde dann langfristig darüber entschieden, über die Distanz, dass halt die Shields kräftiger war, ne? Also dass sie dann halt die Hannah Gabriels überpowern konnte. Und ja, aber rein boxerisch hat mir die Frau aus Costa Rica doch besser gefallen. Also ich habe den Kampf auch gesehen. Ich bin da nicht so wahnsinnig beeindruckt von der Shields, dafür, dass sie eine Zeit, wie gesagt, eine zweifache Olympiasiegerin ist, dass sie da, glaube ich, einen Kampf verloren hat bei den Amateuren von 80 oder so. Das ist schon heftig. Das ist natürlich so eine Sache. Und ja, sie wird treffen auf Christine Hammer in ihrem nächsten Kampf. Das ist schon so ziemlich festgelegt worden, die auch auf der Veranstaltung geboxt hat im Co-Main-Event gegen Tori Nelson, ebenfalls aus einer Amerikanerin. Ja, und Christine Hammer hat das ja souverän geboxt. Nelson hatte nichts anzubieten, war auch deutlich kleiner und hatte auch heftige Reichweiten-Nachteile. Konnte da nichts entgegensetzen und Hammer hat einfach souverän aus der Ringmitte heraus mit der langen Führhand das Duell dominiert, jede Runde gewonnen
Und ja, mal sehen. Und dann gab es halt, wir haben das ja gesehen, dann auch nach dem Kampf von Shields ist Hammer dann auch in den Ring gekommen und dann kam es noch fast zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Mussten da getrennt werden, zumindest müssen, haben sich ein paar Leute in den Weg gestellt, dass es da nicht zu einer Schlägerei kommt. Naja, ist ein bisschen Zirkus, den kennen wir halt. Und aber ist sicherlich eine ganz nette Frauenduell, das wird ja schon länger so propagiert, ist, dass der Kampf kommen soll. Und ja, jetzt wird er wahrscheinlich dann kommen und ist eine gute Sache. Mal sehen, ob Christine Hammer der Shields was entgegensetzen kann. Bei Christine Hammer bin ich immer nur ein bisschen skeptisch, weil ich habe diesen Kampf gegen die Französin Matisse im Kopf. Ich weiß, hast du es gesehen, den Kampf damals? Nee. Das war auch auf einer SES-Veranstaltung. Da hat sie, das war sie hat, glaube ich, geklammert, einen Arm. Und Matisse hat sie dann in Clinch 3-4 Mal oder so an der Seite des Kopfes getroffen. Ja. Und Hammer ging runter und war K.O. Also sie war, die Beine waren weg und dann hat sie so zumindest so eine Schläfen-Area, würde ich sagen, Schläfenbereich getroffen. Und dann war, ja, wie gesagt, ging sie runter und dann war Verwirrung. Und dann wurde am Ende die Franzosin disqualifiziert, weil sie angeblich Hammer am Hinterkopf geschlagen hat, was in der Wiederholung zu sehen war, nicht passiert ist. Das war sehr, sehr kontrovers. Das heißt, ich weiß nicht, wie es um Hammers Nehmerfähigkeiten bestellt ist. Ne? Also, ja. Das wird man sehen. Das wird eine interessante Geschichte gegen Shields. Da bin ich mal gespannt. Ja, mal schauen. Also freuen wir uns drauf. Shields gegen Hammer. Da geht es dann um die Krone quasi im Mittelgewicht, werden die beiden dann antreten, nehme ich an. Genau. Ja. Und ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Aus deutscher Sicht drücken wir natürlich dann Christina Hammer die Daumen. Aber ich glaube, wir zwei sind auch große Boxsportfans, dass wir eigentlich immer dem Besseren oder der Besseren den Sieg wünschen. Was ich noch kurz ansprechen wollte zum Thema Rückschau, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, war auch auf Boxen 1 ein Thema, wollte ich mal kurz ansprechen. Hast du das mitbekommen mit Walter Knieps? In Köln mit der Waage? Das habe ich mitbekommen. Weiß ich nicht, was da genau war jetzt. Ich habe nur gesehen, dass da irgendwie der eine Mann da den Fuß auf die Waage gestellt hat beim Wiegen. Ich weiß, aber was soll das bringen? Ja. Also es war für mich, deshalb wollte ich es auch mal ansprechen, ist wieder so ein typisches Thema. Also ja, warum macht man sowas auf? Also ich kenne Walter Knieps jetzt nicht, also wir rufen uns nicht zum Geburtstag an, aber ich habe ihn 2-3 Mal erlebt. Ist ein wirklich lustiger Typ auch, also so super trockener Humor und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das von ihm halt so ein Gag ist. Ja, also der Boxer geht auf die Waage, denkt, er hat 81 Kilo, schaut runter und sieht 94, ja, und kriegt natürlich erstmal einen Schock oder sowas. Ja, also so gehe ich von aus, weil wieso macht man einen Kämpfer schwerer, ja, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was es da für Gründe gibt. Wollte ich aber mal fragen, ob du da irgendwie andere Ideen oder Ansätze hast, warum man sowas macht. Ich kann auch nicht das Interesse, mir dann noch mehr näher darüber mit zu beschäftigen, mit der Sache. Das ist halt gerne so im Internet, bei Facebook und so in den Gruppen. Da wird viel Mist geteilt und viel fast aufgemacht für alles, ohne wirklich konkrete Beweise zu haben oder so. Das kann man, ja. Das, wie gesagt, sowas, was ich eben angesprochen hatte mit Hammer gegen Matisse, diesen Kampf, das war so ein Skandal, wo wir darüber diskutieren können. Ne? Das war was Handfestes, wo wir auch gutes Bildmaterial haben, nicht irgendwie außer mit Handy, Kamera irgendwie, sondern haben wir was Vernünftiges. Da können wir darüber diskutieren, aber über sowas, sorry, keine Zeit für. Aber das ist, wie gesagt, also für mich so ein bisschen schade, wenn ich denke, also, liebe Leute, nutzt eure Energie dann lieber dafür. Schreibt mit uns, ja, stellt uns Fragen, Wünsche, wenn ihr irgendwas scheiße oder gut findet, dann schreibt uns das. Wir würden uns da wirklich sehr freuen, da ein bisschen Feedback einzusammeln, weil wir das hier natürlich so für uns machen, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns selber so einen Podcast gewünscht hätten. Wir hoffen, euch gefällt das genauso. Aber wenn da irgendwas ist, keine Scheu, schreibt uns, kommentiert. Wir freuen uns da über jegliches Feedback. Blicken wir mal einen Blick in die Zukunft. Was steht denn da so an in den nächsten 1-2 Wochen?
Du immer mit deinen ein, zwei Wochen. Wir reden über das nächste Wochenende. Entschuldige. Ich ziehe meine Aussage zurück hier. In den nächsten drei, vier Monaten. Wahrscheinlich keine Ahnung. Ja, gut. Dann haben wir auch nichts mehr zu bereden. Nein. Nächstes Wochenende. Gut. 30. Juni. Ja. Das wollte ich mal ansprechen, so jetzt. Ja, schieß los. Ist nicht so viel los. Was soll ich sagen? Ist wieder so ein Wochenende, wo man sagen kann, ja, das wird einen Kampf oder so ganz gut. Aber so richtig die Hammerpaarungen sind nicht dabei. Aber wir haben jetzt eine Veranstaltung in Oklahoma City auf ESPN. Gilberto Ramirez, kennt man ja, WBO, Champion im Supermittelgewicht, verteidigt Abraham seinen Titel. Abraham geschlagen. Und zwar, glaube ich, sehr, sehr eindeutig. Da kann man auch noch eine Geschichte erzählen. Damals hat der Uli Wegner gesagt, wenn wir den Kampf nicht gewinnen, dann nennt mich nicht mehr Wegner, sondern Meier. deswegen sage ich jetzt immer noch Uli Meier. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Nein, ja, da hat wieder eine Titelverteidigung. Ist mal wieder, wie schon im letzten Kampf auch, oder auch mit dem davor, jetzt keine großartige Sache. Ist es halt, wir sind halt immer noch in der Phase, in dem das Supermittelgewichtsturnier der World Boxing Super Series noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Dementsprechend sind da viele Boxer noch drin involviert, beziehungsweise, ne, also ist da irgendwie noch. Das heißt, es sind nicht so die Leute verfügbar, deswegen kämpft er jetzt gegen einen Mann aus Kolumbien, Juama Alexis Angulo, der mir nichts sagt, den ich noch nie gesehen habe, der allerdings auch, ja, noch nie groß in Erscheinung getreten ist. Der hat dann halt auch in Mexiko und so weiter geboxt, in Puerto Rico. Auch viel in Deutschland auch, ne? In Deutschland habe ich auch gesehen, ja, genau. Aber es ist halt auch kein Mann, der da jetzt die großen Siege zu verbuchen hat. Ist halt ja, irgendwie das mit ist der, so. Der wahrscheinlich auf magische Art und Weise wahrscheinlich irgendwie da im WBO-Ranking erschienen ist. Ja. Keiner weiß wieso, ja. Weil er halt irgendeinen regionalen Titel gewonnen hat von der WBO. Und dann hat er einen guten Rekord auf dem Papier, 23 Siege. Null Niederlagen, 20 K.O.s. Ja, also ist für mich so ein typischer Kämpfer. Also es gibt so Leute, die gefühlt, auch clever natürlich, sich 10 Jahre auf so einen Kampf hinarbeiten. Ja, also einen Kampfrekord aufbauen, der halt gut aussieht, ja, dass du da hingeschickt wirst, kämpfst gegen Ramirez. Ramirez kann sagen, oh, ich kämpfe gegen einen ungeschlagenen K.O.-Schläger, ja, 23 Kämpfe, 23 Siege, 20 durch K.O. Hört sich erstmal gut an. Otto Normalverbraucher kennt nur die Top 5 Boxer, also kennt dann keinen Angulo und sagt sich, oh, knaller Kampf. Ja, und dafür kassiert Angulo dann ja eine schöne Summe und das war's dann. Ja, also so gefühlt ist das immer so die Strategie hinter solchen Kampfrekorden, ja, der gute Mann ist auch 34, also ja, die Ambition nach ganz oben war bis jetzt anscheinend noch nicht da, sonst hätte er mit Sicherheit andere Gegner geboxt. Aber wie du gesagt hast, dieses Ranking, also ich habe jetzt letztens gesehen, du weißt, ich bin sehr guter Freund, möchte ich schon sagen, von Hisni Altunkaya, Schuminov? Ja, bei Butchuminov. Genau, in Kasachstan kämpfen wird. Ja, und der Hisni ist auf magische Weise bei der WBA auf Position 3 jetzt gerankt im Großgewicht. So. Wir werden mit Sicherheit Hisni auch mal hören in den nächsten ein, zwei Wochen, mal ein kleines Interview machen. Da muss man ihn halt auch fragen. Also, der ist wirklich ein lieber Kerl und ein super Boxer, ja, aber halt mit Sicherheit nicht die Nummer 3 im Cruisergewicht. Das muss man bei aller Liebe, bei aller Fairness, bei aller Freundschaft, muss man das einfach sagen. Und dann, ja, ist das halt, ist eine Farce, sowas, ja, wie sowas passieren kann. Ja, also bei der WBA, da blickt da kein Mensch mehr durch, also. Das ist so eine Geschichte für sich, ja, das ist, da kannst du nicht erfinden, das ist schräger als die Fiktion. Ja, ja, vor allem, dann muss man halt einfach ehrlich sein. Ja, da muss man halt sagen, wir haben halt andere, wir müssen die Regularien anpassen. Ja, also man muss für eine Titelverteidigung halt nicht gegen Top-5-Kämpfer oder sowas kämpfen oder Top-10-Kämpfer, sondern, keine Ahnung, jede zehnte Titelverteidigung muss gegen gewisse, keine Ahnung, Parameter verteidigt werden. Ansonsten quasi freie Gegnerwahl oder einigermaßen abgesegnet von der WBA, irgendwie sowas, ja. Aber das andere, ich meine, die Leute, wir sind doch nicht dumm, ja. Sie haben ja auch seit Jahren schon jetzt propagiert, dass sie endlich diese
Titel alle vereinen wollen, ne? Also keinen Super Champion mehr und regulären Champion, sondern nur einen Weltmeister, ne? Und Interimstitel weg, haben sie bisher immer noch nicht geschafft. Das haben sie vor 2 Jahren haben sie angekündigt, sie wollen jetzt endlich diese Vereinigungskämpfe machen. Nix. Sie kriegen es nicht gebacken. Dann soll man die Titel einfach einstampfen. So, Punkt. Dann stampft man, ne, dann ist halt schade für den Tyron Zeuge. Ja. Aber dann ist er halt einfach der Titel futsch. Oder man macht sofort, setzt sofort einen Kampf gegen den Super Champion an. Ja. Und macht das, und macht keine Faxen da, aber es ist halt, naja, gut. Monetäre Interessen sind halt da immer noch an erster Stelle. Ja. Und, ja, sind halt wie in Unternehmen geführte, für Verbände werden wie Unternehmen geführt, dementsprechend. Zählt da, dass es da eine schwarze Zahl unten steht und alles da so seinen Lauf nehmen kann. Na gut, auf der Undercard haben wir noch einen zweiten Kampf, der ja nicht schlecht ist. Saucedo gegen Zappavinia im Superleichtgewicht. Die ganz leichten Jungs werden da antreten. Ja, kenne ich beide nicht. Muss ich fairerweise sagen, oder beide noch nicht gesehen. Du kennst mit Sicherheit zumindest Saucedo, wird dir was sagen. Ja, Saucedo ist ein ganz gutes Talent, auch so ein amerikanisch, Mexican-American sozusagen, also Latino. Ja, ist halt jemand, der, das ist keiner, der Weltmeister, also vielleicht doch ja, einen regulären WBA-Titel mal abgreifen wird, aber das ist jetzt keiner, der jetzt in der ganz Spitze ganz oben wahrscheinlich mithalten wird, aber ist halt so ein Action-Fighter, ne? Mhm. Geht immer nach vorne und scheut den Schlagabtausch nicht. Sein letzter Kampf gegen Abner Lopez, da war er auch am Boden und das war eine schöne Schlacht. Das heißt, ja, das wird ein spannender Kampf sicherlich gegen den Saber Wegner, den ich auch mal, von dem ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, der auch ein bisschen Power mitbringt. Das heißt, da ist so sicherlich Action dabei. Ein schöner Co-Main-Event beziehungsweise Undercard-Kampf kann man sich dann vielleicht nochmal angucken. Wird vielleicht interessanter als der Hauptkampf. Ja. Gut. Was haben wir noch nächstes Wochenende? McKenna Catterall? Das wird noch ein... Ja, genau. Das ist noch eine Veranstaltung, die wir da in Belfast haben, in der Odyssey Arena. Ja, das ist so eine Card, wo hauptsächlich halt so Kämpfe zwischen ja Leuten aus England und halt Nordirland so stattfindet. Das ist so eine Card. Tyron McKenna haben wir dagegen. Jack Catterall. Jack Catterall ist ein gutes Talent im Superleichtgewicht. Das ist sicherlich auch ein ganz gutes Duell, so nichts Spektakuläres, muss man sagen, aber das ist nur eine Karte, die kann man sich mal durchaus mal angucken. Vielleicht sticht dann der ein oder andere Boxer da raus. Ich denke, dass Catterall den Kampf gewinnen wird gegen McKenna. Sie ihn da vorne. Außerdem haben wir Michael Conlon auf der Undercard. Den kennen wir auch noch aus meiner Vorstellung. Ja. Ich bin als Talent der Woche da mal präsentiert. Der hat einen Kampf gegen Adilson dos Santos aus Brasilien. Das ist ein guter Kampf. Für einen achten Profikampf ist das eine ordentliche Ansetzung. Dos Santos hat ja auch um eine WM geboxt gegen Jesse Magdaleno. Also ist er zwar früh K.O. gegangen, aber immerhin ist für einen achten Profikampf, wie gesagt, eine ganz gute Prüfung. Mal sehen, wie sich Conlon da verkaufen wird. Ja, ansonsten haben wir da noch Gary Corcoran gegen Paddy Gallagher. Das sind so ein paar Kämpfe, die man sicherlich angucken kann. Nichts Spektakuläres, wie gesagt, aber mal sehen. Ja, sonst haben wir noch was auf der Undercard, was interessant ist. Hatte ich ja angesprochen, ne? Aber ja, aber sonst haben wir Joe Hamm kämpft noch, aber ja. Nichts verwechseln mit John Hamm, dem Schauspieler. Oder mit Bacon and Ham. Ah ne, ist was anderes. Ja, was haben wir sonst noch? Hast du noch irgendwas kommendes Wochenende, was dich interessiert? Eigentlich nicht, nee. Ist auch, sagen wir mal, die Hochphase der Fußball-WM. Ich glaube, auch gerade in Europa denken sich die Promoter auch, da fahren wir nicht ganz groß auf, ne? Das ist klar, so an einem Samstagabend. dementsprechend wird es wahrscheinlich erst wieder so im Juli richtig losgehen, so, ne? Mitte Juli, denke ich mal, wenn dann die WM vorbei ist. Dann haben wir ja auch dann gleich am Ende Juli White gegen Parker. Und dann geht das richtig, kriegt die Post richtig ab. Ich bin am Sonntag in Köln auf einer Veranstaltung. Kleinere Veranstaltung mit Ilhami
Ilhami Aydemir als Hauptkämpfer. Ja, wird mir sicher ganz nett. Mal interessant, Sonntagsboxen ist auch eher selten. Also so habe ich, glaube ich, ganz selten. Mal schauen. Angeblich kommen Rata, Haftbefehl und SSIO. Oha. Das ist doch genau deine Musik. Dann verrät er dir, wo er das Gold versteckt hat. Ja, wär ganz nett. Fand ich ein lässiges Interview bei Lanz. Hast du das gesehen? Was, bei Lanz? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn mal bei Stern TV mal gesehen. Kann auch Stern TV gewesen sein. Also. Ja, aber sie wissen doch, wo das Gold versteckt ist. Ja, nee, natürlich nicht. Jeder wusste, er weiß es genau. Lässig. Ja, naja, gut. Also steht auf jeden Fall ein bisschen ruhigeres Wochenende vor der Tür. Tut auch mal ganz gut. Und ja, lieber Finn, ich glaube, heute mal eine etwas kürzere Folge. Ja, wollen wir das Talent der Woche noch vorstellen, Chef? Oh, ja. Ich bin schon im Feierabend gefühlt. Ja, klar, natürlich. Ne? Wissen wir. Hast keins gefunden, oder wie? Ja, natürlich. Talente habe ich doch hier ohne Ende. Dann bin ich ja froh. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann auch anfangen diesmal. Fang du mal an. Ich habe gefühlt, fängst du ja immer an, das muss ja nicht sein. Genau. Los geht's. Ich freue mich drauf. Gut, wir hatten auf der Undercard von Taylor Postol noch einen Mann im Angebot. Der heißt Martin Bakole Ilunga. Schöner Name, wa? Knaller, ja. Knaller. Ist ein Schwergewichtler, ursprünglich aus dem Kongo. Ist der Bruder von Ilunga Makabu. Sagt dir der Mann was? Nee. Hat gegen Tony Bellew geboxt um die Cruisergewichts-Weltmeisterschaft damals vor 2 Jahren. Das war in diesem Stadion in Everton. Galt als Favorit, hatte Bellew am Boden, ist dann K.O. gegangen. Das ist der kleine Bruder, kleine große Bruder, also ist ein bisschen größer, was die Körpergröße angeht. Der boxt jetzt in England. Kommt immer rüber, hat ein bisschen Probleme mit dem Visa. Das heißt, er kann immer nur für eine begrenzte Zeit rüberkommen. Lebt, glaube ich, in Südafrika. Das ist ein ganz gutes Talent. Also, er macht überall Sparring bei all den Leuten, bekannten Leuten. Also geht mit Fury, mit Joshua hat er schon Sparring gemacht. Und ja, der hat jetzt einen Kampf am Wochenende gegen DL Jones, hat den in der ersten Runde durch Knockout gewonnen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Talent. Riesenkerl, bestimmt 1,95 groß. Hat technisch durchaus was drauf. DL Jones, der hat auch gegen Dubois gekämpft, ne? Ja, und hat ihn 2 Runden früher ausgenockt als Dubois. Oh, ja. Also das ist schon ein Statement. Und man hört, es wurde da so Gerücht, laut Tom Little, der Gegner von Dubois, im Vorfeld des Kampfes gesagt, dass er gehört hat, dass der Bakole Ilunga, Martin Bakole, den Dubois im Sparring fahren haben soll, ne? Also, dass sie aufgegeben haben, Dubois. Aber daraufhin, wo angesprochen, hat der Bakole gesagt, so Sparringssachen verrät man ja nicht. Vielleicht hat er so Richtung Little gesagt, vielleicht sollte er mal erzählen, was ich mit ihm im Sparring veranstaltet habe. Das war nicht schlecht. Ist ein interessanter Mann. Man weiß nicht, wie alt er ist. Also es gibt kein Alter. Das ist nicht klar. Er hat mal gesagt letztes Jahr, dass er 20 ist. Das glaube ich nicht. Also der sieht aus wie 28. Also wenn er letztes Jahr, so 2017, gesagt hat, dass er 20 ist, dann müsste aber sein Profidebüt 2013-17 gewesen sein, das für Schwergewichtler sehr, sehr ungewöhnlich ist. Nee, also da weiß man auch noch nicht. Bei seinem Bruder wusste man auch lange nicht, wie alt er ist. Das kam dann irgendwann, dass er 88 geboren wurde. Ja. Ob das jetzt stimmt, weiß man auch nicht. Ich würde ihn mal auf 24, 25 würde ich den Bakole mal schätzen, oder 26 so. Aber man, gut, wird man dann sehen. Wir haben ja auch so ein Fußballtalent bei Borussia Dortmund, das ist genau 13 oder so oder 14. Und schießt alles kaputt, ne? Und spielt schon in der U17 gegen 3 Jahre Ältere. Also ja. man weiß es immer nicht so genau. Ja, ich habe früher beim Fußball war es bei mir so. Ich habe ja auch mal ein bisschen gekickt. Und da gab es ja immer früher Passkontrolle. Ne? Und dann immer in der eigenen Mannschaft und in der gegnerischen Mannschaft gab es immer 4, 5 Jungs, die sich dann in der Halbzeitpause noch rasieren mussten. Und alle erst der erste 88 geworden. Also es war immer ganz, ganz spannend. Ja, die waren dann
dreifacher Vater und haben dann in der C-Jugend gespielt. Ja, gut, manche, gut, ich hatte das auch, manche Spieler gerade aus der Türkei oder so, die sind auch körperlich schon anders entwickelt als wir deutschen Bubis, ne? Ja. Dann, wir hatten dann, ich glaube, wir haben heute noch keinen richtigen Bartwuchs, okay, du schon, aber manche hatten das schon mit 13, 14, also. Ja, aber ich musste auch lange züchten für meinen Vollbart. Also da habe ich viel gekämpft, viel gepresst. Da musst du so dieses, der, dieses der rauskam. Wie heißt das? So Alpecin oder so für einen Bart? Genau, der Herr Energizer. Keine Werbung, keine Werbung. Ja, so, dein Talent. Ja, ist gut, gefällt mir. Würde gegen mein Talent verlieren, wenn sie in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs wären. Nein, mein Talent ist Shakram Giyasov. Sagt dir dieser Name denn etwas? Schon mal gehört, ja. Schon mal gehört. Ist ein usbekischer Boxer, kämpft im Weltergewicht. Und ja, ist jetzt ganz frisch bei den Profis angekommen, also hat am 10. März seinen ersten Kampf veranstaltet, kämpft für, lass mich nicht lügen, Andrei Ryabinski, bei dem steht er unter Vertrag, hat Asienmeisterschaft hat er gewonnen, Weltmeisterschaft in Hamburg 2017 gewonnen und hat McCormack geschlagen, unter anderem dabei Ronald Iglesias, also auch wirklich gute Leute. Und war auch bei den Olympischen Spielen in Brasilien und ist dort bis ins Finale gekommen. Und hat auf dem Weg ins Finale, das fand ich ganz, ganz beeindruckend, immer zu Null gewonnen. Also alle Kämpfe 3-0 gewonnen und gegen wirklich keine schlechten Gegner. Und hat dann im Finale gegen Jelio Lusinov verloren, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen hatten. Wie gesagt, ist jetzt erst seit 2-3 Monaten Profi, ist 25 Jahre alt und hatte vor 2 Monaten, glaube ich, seinen zweiten Kampf gegen einen Ungarn, glaube ich, zumindest aus Ungarn kam, ja genau, auch ein Journeyman, ist er dann mit dem ist er über die Runden gegangen. Verdammt schneller Weltergewichtler, so was ich gesehen habe. Ich habe ein, zwei kleine Clips mir natürlich angeschaut, bevor ich ihn vorgestellt habe. Auch mit 1,76 jetzt nicht sonderlich klein und ja, ist ein Kämpfer, den man meiner Meinung nach mal im Auge behalten sollte. Shakram Giyasov heißt der gute Mann. Wird ganz interessant geschrieben in der Ursprungsvariante, also mit so einem G und dann ein Apostroph I, Josef und Shakram, auch mit X, wird aber häufig auch bei Boxrec unter Shakram geführt. Also wer ihn suchen möchte, Shakram, S-H-A-K-H-R-A-M. Die wollen uns ja wirklich zur Verzweiflung treiben mit ihrem das Namen, ne? Das ist unglaublich, ja. Es gibt auch einen von wem, wer war das? Habe ich jetzt bei Recherchen mich auf den gestoßen. Der hat auch einen ganz lustigen Namen. Mönch heißt der auf jeden Fall noch mit Zweitnamen. Wer war das denn? Warte, komme ich drauf. Gib mir eine Sekunde. Dim, 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 dim. Ja, warte. Dim, 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 dim. Ja, oder du musst das von Wer wird Millionär machen, dieses Geräusch. Das kann ich nicht. Ja. So, guck an RTL. Ja, wer guckt das denn? So, hier geht gerade gar nichts am PC. Geht nichts. Wir werden es nachreichen. Heißt auf jeden Fall Mönch irgendwas. Und der kommt aus der Mongolei auf jeden Fall. Sehr lustiger Name. Ja, wir werden es nachreichen. So, lieber Finn, gerade eben wollte ich schon Schluss machen, jetzt darf ich endlich, ja? Bist befreit. Ich bin befreit. Es war mir wie immer ein Fest. Folge 14 haben wir erledigt. Jetzt geht's noch in den Schnitt, dann geht das Ganze online und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann, adios. Mach's gut, ciao. Ciao.